Willkommen zu einem neuen YouTube-Video nach Ewigkeiten. Ich bin jetzt offiziell wieder zurück, I guess. Und in diesem Video werde ich euch erklären, warum ich so scheiße in Minecraft geworden bin. Warum ich so lange keine Videos gemacht habe, was jetzt auf euch zukommt. Also bleibt dran bis zum Ende, um nichts zu verpassen. Und ja. Fangen wir mal an, das Wichtigste zuerst, warum bin ich so scheiße in Minecraft geworden? Ich hab's nicht mehr gespielt. Ich glaube, das ist relativ obvious, aber man kann es ja nochmal zu Protokoll geben. Und der Typ schwitzt sich aber auch seinen Arsch ab, aber das ist auch nicht mehr lustig. Halt mir fest, er ist Expert und schreibt L nach dem Fight, indem er die Hälfte der Zeit weggelaufen ist. Also gut, die andere Hälfte bin ich weggelaufen, das spricht das vielleicht für ihn, aber im Ganzen spricht es für mich. Dann die Frage, warum war ich so lange weg? Zeitlang, irgendwann nach meinem Abi habe ich gemerkt, dass ich einfach mal ein bisschen loskommen möchte von dem Grunde genommen so von allem. Es hört sich weird an, aber es ist halt so. Ich wollte erstmal wirklich eine Pause haben. Ich habe gerade in meiner Abi-Vorbereitung sehr viel gemacht und getan. Ja, deswegen wollte ich halt einfach auch mal eine Pause von YouTube haben, weil am Ende des Tages macht es mir zwar auch Spaß, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch irgendwo ein Aufwand und Arbeit, mich hinzusetzen und Videos zu machen. Und davon wollte ich mal wirklich einfach von allem, was irgendwas Arbeitsmäßiges ist, einfach eine Pause haben. Und da hatte ich irgendwann überlegt, mal wieder anzufangen, aber ich war jetzt knapp 3 Wochen im Urlaub. Was ihr auch wissen könntet, würdet ihr mir auf Instagram folgen. Also folgt mal auf Instagram, das ist sehr wichtig. Da habe ich halt gesagt, okay, da mache ich keine Videos. Also für mich hat es halt keinen Sinn ergeben zu sagen, yo, ich mache jetzt 1,5 oder 2 Wochen Videos, um dann 3 Wochen in Urlaub zu fahren und nichts zu machen. Und gleichzeitig, ich habe im letzten Urlaub Daily-Videos im Urlaub gemacht. Das war sehr anstrengend, das war sehr stressig. Da hatte ich ganz ehrlich keinen Bock drauf. Das sind die Gründe, warum ich gesagt habe, warum jetzt so lange keine Videos mehr kamen. Ja, aber ich will wieder mehr Videos machen. Ich habe ein paar geile Videos fertig, zum Beispiel den Vlog mit Paul. Ich muss mich noch mit Paul treffen und den einmal mit ihm durchsprechen, dass es auch von seiner Seite alles abgesegnet ist, was da drin ist. Dann wird er kommen, also abonniert mich, um den nicht zu verpassen. Der ist sehr, sehr geil geworden. Ich werde keine Versprechen machen, wie viele Videos kommen, wie lange ich hier da... Alter Junge, was drückt der Typ denn? Ich werde keine Versprechen darüber machen, vor allen Dingen, wie viele Videos die Woche kommen. Wer hat mir die Vergangenheit einfach zu stark gezeigt, dass ich das nicht halten kann. Ich peile eigentlich mindestens 2 Videos die Woche an. Ich weiß, es ist nicht so unglaublich viel, aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal vielleicht ein solides Versprechen oder einen soliden Plan, den ich halten kann, anstatt wie die letzten Male zu sagen, okay, ich versuche das und das zu machen und dann fällt mir nach 2 Wochen spätestens auf, dass ich das sowieso nicht halten kann. Wie gesagt, ich versuche alle 2 Wochen ein Video, alle 2 Wochen, 2 Videos die Woche so. Ich versuche 2 Videos die Woche zu machen, aber ich verspreche es nicht genau. Ach nee, nicht schon wieder dieser Videotat. Ja, nee, gar keinen Bock. Junge, keine Ahnung, wie kann man so sehr abfucken? Auf jeden Fall, das ist so der Stand der Dinge, wie ich mir das vorstelle, was mein Plan hier auch für die Zukunft auf diesem Kanal ist. Ja, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare auch, was für Formate ihr sehen würdet. Damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Folgt mir auch auf Twitch. Das würde mich sehr krass supporten. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich will da wieder mehr streamen. Und mit mehr Views zu streamen macht man natürlich mehr Spaß, weil man auch mehr Chat-Aktivität dadurch hat. Und das ist der Hauptsinn vom Stream, I guess. Ihr könnt mir einfach mal sehr gerne auch auf allen meinen anderen Socials folgen, die sind unten allesamt in der Beschreibung verlinkt. Und ihr könnt mich natürlich auch, wenn es euch gefällt, hier auf diesem Kanal abonnieren. Würdet ihr mich krass mit supporten? Ja, das kann ich kriegen. Ich hasse Leute, die so spielen. So Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Folgt mir auch auf meinen anderen Socials, auf meinem Twitch, Twitter und Instagram. Allesamt unten in der Beschreibung verlinkt. Würde mich extrem krass supporten. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt, mit wem ihr Videos sehen wollt. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.